Miteinander, live aus Köln mit Harald Schmidt. Thank you very much. Maceo Parker and Roots Revisited, unsere Liveband heute Abend. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Miteinander, unserer gepflegten Show am späten Sonntagabend. Die letzte Sendung vor der Sommerpause. Vielleicht ein Sommer, der ewig dauert. Oh ja, ich bin sehr stolz. Heute haben wir ein wahnsinnig emotionales Publikum hier. Es wurde schon geweint. Unser tolles Publikum hier, das gilt auch für dich. Woher kommst du? Aus Bonn. Aus Bonn. Ist das die Freundin? Ja. Darf ich euch beide mal bitten, dass ihr aufsteht? Hallo, wie lange kennt ihr euch schon? Sehr lange, sieben Jahre. Sieben Jahre? Ja. Das heißt, mit 15 kennengelernt? Ein bisschen. Ja. Studiert beide BWL? Oder, ja? Ist das so? Nein. Okay. Diese Kamera an die Hüte. So. Okay. So können wir uns natürlich, oder? Nein, beide BWL oder was studieren Sie? Ich studiere Lehramt Primarstufe. Primarstufe, ja. Das sind die Fächer Deutsch, Mathe und Religion. Und Deutsch, Mathe und Religion? Ja. Das ist ja wie Carmen. Hallo Carmen, komm doch mal gerade her. Das ist Carmen aus Hilchenbach. Hallo. Du studierst das auch? Ja. Und du studierst? BWL. 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 Welches Semester? Siebtes. Das ist schon also... Bisschen weiter, ja. Bisschen weiter. Wie lange braucht man bei BWL überhaupt? Verschieden. 12 Semester. 12 Semester Schnitt. Meine Damen und Herren, wenn Sie so aussehen, bekommen Sie auch Karten. Ja? Ja, das ist toll. Und nehmen Platz und ich wünsche euch eine schöne Sendung. Vielen Dank. Ja. So. Großartig. Das ist ja bei uns, wird das Publikum ja noch vorgestellt. Und ich muss generell sagen, Sie sehen ja hinten unser Applausschild. Manchmal ist man nicht so ganz sicher. Gibt's jetzt Applaus? Gibt's jetzt einen Orkan? Maceo Parker hier, über 20 Jahre lang die Band gewesen von James Brown mit unter anderem dem Mega-Hit Sex Machine. Und ich sage Sex Machine deshalb, weil es mir die Überleitung erleichtert. Sind Sie auch da? Hallo? Weil es mir die Überleitung erleichtert zu meinem Partner. Herbert Feuerstein! Wenn du wüsstest, wie recht du hast. Ich weiß. Ja, man kann auch mit 12 Volt so viel Spaß haben. Was du nicht gesagt hast, war, dass wir heute einen besonderen Gast haben und dass du was singen wirst heute. Alle Gäste haben gesagt. Erstmal habe ich gesagt, dass Angela von Hohenzollern unser Talkgast ist. Aber? Und das natürlich, weil Sie sehen, es wird immer volkstümlich über uns. Ich werde heute zum ersten Mal ein deutsches Schlagerduett singen. Und wir haben einen Gast eingeladen, der im Grunde fast seine ganze Karriere hin den deutschen Schlager betreut und gepflegt hat, Dieter Thomas Heck. Ja! Yeah. Dieter Thomas Heck wird nachher hier sein, um mit mir einen tollen Schlager zu singen. Und das hier ist Feuerstein was? Das ist eine Fernbedienung und ich hoffe, du kannst sie erklären, denn ich kann es nicht. Ja, es ist eigentlich relativ einfach, das kennen Sie, das ist das Erste, das ist das Dritte und das brauchen Sie nicht. Warum? Dieter Thomas Heck, das darf er nicht sehen hier, weißt du, das hier. Ach so, da kann man es ja dann irgendwie so hineinbringen. Ja, vielleicht kann Lippi das mal reparieren. Ja. Jetzt sag mir, warum und müssen wir das Erste so groß sehen? Und Sie haben ja vielleicht in der Presse gelesen, Schmiteinander geht ins Erste. Jein!
Das ist schwierig, weil die ARD ist ja eine Poweranstalt. Ja. Und das dauern Prozesse. Das ist nicht der Prozess des schnellen Entschlusses. Da wird beraten, da wird meditiert. Und dann wird gesagt, wir machen es, aber wir haben das Geld nicht. Habt ihr welches? Nein. So, das ist also. Hier müssen Sie ja jetzt immer drücken, wenn Sie uns sehen wollen. Drittes. Wir gehen 94 praktisch mit der Sendung komplett ins Erste, wenn bis dahin das Dritte, was noch toller wird, als es bisher ist, ja, finanziell, strukturell und ideell umgebaut ist, dann kommen wir. Das wird aber morgen entschieden. Ja. Morgen fällt die Entscheidung, das ist der Satz des Tages. Mhm. Morgen fällt die Entscheidung. Du hast so recht. Heute im Dritten, bald schon im Ersten und irgendwann sicher auch Matthäi am Letzten, ja, Feuerstein. Und wenn es passiert, rufst du mich dann auch, wenn es sein muss, nachts an? Ja, das ist Hasso, schau. Schau, wo ist Hasso heute? Ich glaube, der hat noch ein paar Schusswunden von der letzten Sendung. Ne? Ja, da gab es auch Beschwerden, ja, von wegen, es sei ja so viel Gewalt. Aber was soll Gewalt sein, ja, wenn man auf Aquarien schießt? Das können ja sogar die Kinder machen, da kann man von Gewalt nicht reden. Nee. Und soll ich dich nachts anrufen? Ich glaube ja, also wenn es wichtig ist, du weißt, ich bin immer im Dienst für dich. Und, aber missbrauch es nicht, ja, missbrauch es nicht. Letztes Mal warst du sehr verschlafen, als ich bei dir angerufen habe. Nein. Sehr. Feuerstein, entschuldige, wenn ich dich störe. Wo ist denn mein Radiergummi? Radiergummi? Der liegt auf dem Schreibtisch. Danke. Tschüss. Was für ein Datum haben wir heute? Der 21. März, der Beginn des Frühlings. Ja. Wirkt sich das bei jemand in deinem Alter hormonell noch aus, Jahreszeitenwechsel? Hör mal, geht's wieder los? Nein, ich frage. Ich hab hier, nee, ich bin vorbereitet. Ich meine, machst du das? Weiter? Ist, ich bin hast du unsere Hupfdolls gesehen in diesem einen Kostüm nachher? Ja. Meine Damen und Herren, eine Hupfdollnummer. Du lieber Gott. Ja. Mein Gott. Alles Holländerinnen, unsere Hupfdolls. Ja, hat ja selbst dich aufgeregt, ne? Wieso selbst mich? Naja, weil das sonst ist ja nicht so. Ich so, habe hier jetzt eine Schlagzeile, die wird dir gefallen, Feuerstein. Ehrlich? Ja, Prinz Albert, ich bin schwul, da muss ich lachen. Schön, dass er mit Humor das nimmt. Habe ich dir schon gesagt, wie stolz ich heute auf unser Publikum bin? Ja, ist toll. Ne? Weißt du, wie oft da... Nee, wir müssen wieder tierisch verkürzen gegen Ende, wenn die so viel schreien, ja, so viel Applaus nein, machen. Dann mach aber zügig voran das ist, jetzt. Schau hier, ja, schau hier, Bertie Vogts. Wer ist Bertie Vogts? Ah, das ist, glaube ich, ein Fußballer, ne? Ja, der Bundestrainer. Lattek, du Arschloch. Hab ich letztes Mal gelernt, ne? Ja. Vogts sagt, ich telefoniere oft mit Kanzler Kohl. Berti, du weißt schon, dass Kanzler Kohl nicht der Präsident von Leverkusen ist und, und auch selten im Tor war. Also das ist schon klar, ja? Dann darfst du weiter telefonieren. Süß. Ja. Ich möchte nicht bei so Sachen beklatscht werden, die offensichtlich nicht ankommen, wie sind wir jetzt gerade. Ne? Das wirkt nach draußen tierisch unsympathisch, ja? Aber heute, findest du auch, unser Publikum sieht immer eleganter aus, ne? Erst, sehr schick. Ja, ja. Nur vier Männer im selben Sakko heute hier, das haben wir auch noch nie gehabt. Kremlflieger Rust, meine Damen und Herren, baut Rattenfallen im Knast. Und das ist eigentlich eine tolle Form von Resozialisierung. Ja. Er macht es mit so einfachen Mitteln. Schauen Sie mal, ganz einfach. Hunde kommen an die Nummer, und zwar müssen Hunde in Köln in Zukunft so etwas tragen, so in der Art wie ein Nummernschild bei Autos, damit man gleich weiß, wie der Hund weiß und woher er kommt. Wir können Ihnen schon mal zeigen, wie das in Zukunft aussehen wird. Ja.
kam auch gut an, Feuerstein, ne? Nur tierisch, ne? Prima Sache, ne? Ja. Was kam für dich jetzt bisher besonders gut an? Aber du weißt, dass die Schlagzeile hat unsere Oma gefunden. Ne? Die hatte ja diesen Hund und die hat auch schon die Nummer. Der Oma nicht die Oma, der Hund. Ne? Ich weiß schon, ja. Lothar Matthäus, der Terminator, sagt, Stein ist dumm. Matthäus sagt, Stein ist dumm. Sag mal, Matthäus, bist du steindumm oder was ist los? Jetzt frag mich mal, ob ich Lothar Matthäus imitieren kann. Kannst du, ich würde mir gerne lassen, Latte, du Arschloch, mach's jetzt nicht, ne? Kannst du Lothar Matthäus imitieren? Nein, ich habe ihn nur gesehen bei Gottschalk. Ja? Kennst du Gottschalk? Nee, du? Der macht jetzt völlig neue Sachen, du, habe ich gelesen. Ja, ich habe gehört, der hat sogar eine Statistik drin. Eine Statistik? Und das müssen wir auch mal machen. Fernsehsendung parodieren und es ist dann so ein Schreibtisch, ja. Ehrlich? Das ist unglaublich, wie die Leute die Ideen haben. Ne? Ja. Das würde Ärger geben bei RTL, wenn er nicht was Neues bringen würde. Ja. Ich habe Matthäus bei ihm gesehen mit seiner Frau Lolita und Gottschalk hat der Frau angeboten, sie soll bei ihm Co-Moderatorin werden. Und Matthäus hat gesagt, Dummi, wenn die Lolita bei dir moderiert, dann kann ich daheim besser auf den Loris aufpassen. Loris aufpassen. Kannst du das auch? Nee, ich kann das besser. Ich kann die Lippe oben umdrehen. Wie? Ich weiß nicht, wen das gibt jetzt, aber das kann niemand. Ich habe da extra Muskeln dafür. Ja, ist toll. Es sieht ein bisschen aus, als ob bei der Darmspiegelung was vergessen wurde, ehrlich gesagt. Aber es ist toll. Es ist toll. Es ist so toll. Und wir haben ja auch zum Beispiel die Armbanduhr des untersuchenden Arztes. Wir haben einen tollen Brief bekommen. Ludger Heidmann aus 5982 Neuenrad hat ein Foto gemacht von Gabi, als Gabi aus Bad Salzdetfurt im selbstgehäkelten Bikini da war. Dieses Foto. Hey. Tolle Sache, Ludger. Und wir sind sehr stolz auf dich. Sehr, sehr stolz. Wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich, Feuerstein? Ja, das sind jetzt 26 Sendungen. Am Tag vorher haben wir uns, glaube ich. Nee, aber es ist doch schon ein bisschen früher her. Wie war das eigentlich? Wie war das die erste Begegnung? Es war so, du saßt zu Hause in deinem Zimmer, was dir deine Frau zugeteilt hat. Nee. Doch, es war früher. Schau mal rein. Schau rein. Ja, ich schau rein. Das Überraschung für dich. Ja, was habt ihr denn? Und zwar eine zauberhafte Überraschung. Ein 11-jähriger Künstler. 11 Jahre? 11 Jahre alt, aus Köln, geht noch zur Schule, der jetzt für dich zaubern wird. Oh. Hier ist Zauberkünstler Malte Kniebitz. Toll! Ich habe hier 4 Blätter. Können Sie bitte die beiden nehmen? Ja, danke. Okay. Und einmal zerreißen. Ja, zusammenlegen und noch einmal zerreißen. Noch einmal zerreißen. Und zusammenknüllen. Ja. Und jetzt? Nehmen Sie das mal auseinander, was Sie da.
Ja, Sie scheinen mir ein menschlicher Papierhäcksler zu sein. Sehen Sie mal, bei mir ist daraus eine wunderschöne Festmütze geworden. Ist ja toll. Prima. Danke dir. Hallo. Das hast du gut gemacht. Sehr schön, Oma. Das hast du dir immer gewünscht. Toll, ja. Wunderbar. Hupfdolls, heute am Frühlingsanfang. Toll, diese nassen T-Shirts, ne? Ja, toll. Ich kann gar nicht warten, bis ihr da seid. Ist Herr Heck schon da? Nein, das ist noch nicht. Ihr sagt uns aber Bescheid, wenn er hier ist, nicht? Ja. Damit, das ist toll. Weißt du, ich freue mich, wenn du singst. Ich freue mich, alle für mich, Michaela. Verrat nicht zu viel, ne? Verrat nicht zu viel. Ja. Ja, und fang nicht wieder damit an. Was macht deine Krippe? Hält das Papier auf hier. Heb es auf. Ich heb's selber auf. Heb's selber auf. Hm? Nein, bitte heb es auf. Nein. Nein. Das kann ich nicht. Ich muss hier moderieren. Ich hab Probleme, ne? Komm, heb das Papier. Nein. Du bist so streng. Ein Brief von Jan-Peter Lacher. Heißt, Jan-Peter Lacher hat geschrieben, weil wir gesagt haben, wir verkaufen die Oma für einen Lacher. Meine Eltern sind einverstanden. Ich gehöre euch. Wann können wir die Oma abholen? Schöne Idee. Ja. Wir hätten dich auch gern bei uns, aber wir würden sagen, vom Outfit her passt du besser zu deinen Eltern. Das verstehe ich jetzt nicht. Du kannst es nicht verstehen, weil du hast das Papier gerade aufgehoben. Bitte hebe es auf. Nein. Was muss ich machen, damit du das Papier aufhebst? Nee. Deine Zeit ist um. So. Und meine Damen und Herren, jetzt wird es wirklich seriös. Ich freue mich sehr, dass unser verehrter Kollege Frank Elstner, Frank Elstner, weißt du eigentlich, dass alle Kinder von Frank Elstner ja, diese Sendung angucken? Ehrlich? Frank Elstner hat gesagt, alle meine Kinder lieben ihre Sendung. Ehrlich? Ja. Ja. Die Mütter, glaube ich, auch. Bitte? Wie viele hat er? Wie viele Kinder? Vier, glaube ich, vier. Ah ja. Ja. Zwei? Nein, vier. Mhm. Vier. Frank hat, glaube ich, vier Kinder. Ja. Alle, und soll ich das Papier aufheben? Bitte? Soll ich das Papier aufheben? Heb das Papier auf, bitte. Mhm. Hm? Komm. Ja, für dich. Ein Riesenapplaus für Feuerschein. Toll. Du kannst es dir leisten. So habe ich dich, glaube ich, kennengelernt damals im Park, ne? Ich glaube, das war wer anderer. Erinnerst du dich da an die jetzt Schlagzeile? Ja. OP-Ärzte verwechselten zwei kleine Schmitz. Hm? Kommt die Pointe nach dem Sommer? Nein, es kommt keine Pointe. Nein, da gibt es keine Pointe. Das ist so, aber die Tatsache. Ja. Ich frage mich. Ha, jetzt! Ja, ja. Okay. Sehr gut, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, bitte jetzt um Ihre Aufmerksamkeit für unseren Kollegen Frank Elstner und seine stillen Stars. Guten Abend, liebe, sehr verehrte Damen und Herren, meine lieben Zuschauer. Zunächst einmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns so viel von Ihrer kostbaren, tollen, lieben Zeit geopfert haben. Ich glaube auch, diesmal lohnt es sich wieder. Toll, dass Sie mit dabei sind und ich sage ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die stillen Stars. Ich glaube, es wird diesmal wieder sehr spannend werden und ich möchte an dieser Stelle zunächst einmal
ganz, ganz herzlichen Dank sagen, dem lieben, sehr verehrten Professor Feuerstein. Lieber, sehr verehrter Herr Professor Feuerstein, zunächst einmal ganz herzlichen, lieben Dank, dass Sie uns so viel von Ihrer kostbaren Zeit geopfert haben. Und ich glaube, man kann in aller Bescheidenheit sagen, lieber, verehrter Herr Professor Feuerstein, Sie sind der Nachfolger und Erbe des großen Verhaltensforschers Professor Konrad Lorenz. Vielen Dank, Professor Feuerstein. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dankeschön und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die stillen Stars. So, meine Damen und Herren, willkommen zu unserer Zuschauerfrage. Und heute haben wir dafür eine Anleihe gemacht, nämlich bei unseren Kollegen vom Glücksrad. Ja! Meine Assistentin Oma Gilzer. Hallo Oma. Und Feuerstein. Was? Moment. Eine Überraschung. Moment, das war nicht vorgesehen mit den Messern. Ja. Man nennt mich auch Stevie Wonder. Manche. Nein, ein kleiner Scherz. Meine Damen und Herren, du hast ein bisschen was vom Frauenarzt von Memmingen, wie du hier so bist. Das wirkt sehr, sehr hart. Ha? Ich würde das auch nicht machen, aber das ist so gefährlich. Was ich hier weiß. Obwohl, mit minus 14 vor den Augen kann nicht viel passieren. So, meine Damen und Herren, geht's? Geht's? Ja. Er hat Grippe und er hat wirklich gebeten, dass ich das nicht allzu übertreibe, weil es tut natürlich schon in den Schultern hier weh. Das ist gepolstert, aber zum Beispiel die Position hier ist wahnsinnig unbequem für ihn. Also das geht nicht lange. Ne? Deswegen muss ich es zügig machen. Und wenn er zum Beispiel auf dem Kopf steht oder so, das ist also absolut irre. So, geht's, Feuerstein? Ja. Mutti Spooky Spooky. Hm? Noch nicht, nein. Nicht auf Mikro. Willst du schon spüren? Nein, auf dich. Das kenne ich ja. Ja. So, okay. Wir sollen nicht so viel aus unserer Wohnküche erzählen. Ich finde auch. Ja. Okay, meine Damen und Herren, welchen Buchstaben wird mein Partner Herbert F. aus P in N heute wohl halten? Ja, Oma, du zeigst mal den Preis. Zu gewinnen gibt es entweder ein paar tolle Handschellen im Stil der Zeit oder wer schon Handschellen hat, der bekommt eine Peitsche. So. Alles klar, Feuerstein? Ja, wunderbar. Und dann würde ich sagen, es geht los. Hey, hast du den Applaus gehört? Okay, er kriegt eine Zugabe. Ich wollte nicht, ich musste. Die Leute haben so geklatscht. Toll. Okay. Nochmal. Andere Seite. Das ist so toll. Ja, jetzt aber, das ist ja nicht so. Ja. So, bleiben Sie dran bis zum Ende der Sendung. Dann sehen Sie auch, wie das Blut in Feuersteins Kopf zurückkehrt. Comtessa Gunilla, bitte zu Tisch. Guten Abend. Immer wieder ist zu hören, der Adel sei sozial nicht engagiert. Diese Behauptung ist unschön. Gerade beim heiklen Thema Organspende sind wir vorne dran. Herz, Lungen, Nieren, alles spenden wir. Wozu haben wir Personal? Guten Abend. Meine Damen und Herren, wir haben immer Live-Musik bei uns in Schmiedeinander. Und heute kommen unsere Gäste from, ich weiß gar nicht, von irgendwo USA, von überall her, die beste Funk-Band. Funk. Man hat mir gesagt, ich spreche zu schludrig, das N muss deutlich verstehen, sein, beste Funk-Band. Band derzeit. Und wenn ich Ihnen jetzt Namen sage wie Fred Wesley und Pee Wee Ellis, dann werden Sie sagen, hey, Pee Wee Ellis, ist das nicht der Mann, der mit James Brown zusammen den Titel geschrieben hat, den wir jetzt gleich hören? Na, natürlich, meine Damen und Herren. Die Nummer heißt Past